Es hängt. Ja, ich merk's. Ich glaub, beim Fernsehen schneiden die das dann raus. Ja. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Super Applaus. Ja, super Applaus. Das Geräusch können Sie sich merken. Hammer. Ja. Wow. Ja, das kommt dann immer wieder. Ja. Total. Schön. Also, super. Wir freuen uns wahnsinnig hier. Ja, dass die so schön mal aussehen. Dabei zu sein hier beim Dreisat-Festival in Mainz. Ja, sie sind ganz schön. Ich wusste gar nicht, dass die so schön aussehen. Ja, die sind schön. Und also, wow. Schön sind sie hier. Ja, also ich muss vielleicht an der Stelle sagen, es kann sein, dass wir ab und zu zusammenreden. Wir haben uns also nicht gut. Immer, also, aber wenn Sie dann nicht wissen, wohin hören, besser bei mir, weil dann möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Weil es ist ja so, also wenn Sie Fragen haben, jetzt, dann müssen Sie müssen halt gut zuhören. Wir sind ja nicht von hier und deswegen kann das sein, dass der ein oder andere Versprecher auch vorkommt. Und vor allem möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Und es geht jetzt wirklich ganz zünftig los, weil wir sind ja zu zweit und dann geht es immer doppelt so schnell. Möchten wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend wünschen. Ja. Dankeschön. Ja, also super. So also, Sie haben ja schon gemerkt, wir sind ja aus einem ganz anderen Kulturkreis. Ja, also vielleicht bevor es losgeht, verstehen Sie uns, wenn wir so reden. Ja. Ja, begreifen Sie es auch. Ja, also wir sind ja Ursus und Adeschkin. Ja, wir sind zu zweit. Ja, und zwar beide. Ja, ich auch. Und nein, Sie, das hat viele Vorteile, wenn man zu zweit auf der Bühne ist. Ja. Super. Also als Duo, das ist, wenn jetzt jemandem von uns was passiert. Ist egal, dann kann ich weitermachen. Ja. Wie meinst du das? Ich meine, wenn jetzt du zum Beispiel von der Bühne fällst. Ja, aber ich falle ja nicht von der Bühne. Nein, aber angenommen, oder sagen wir, es fällt dir ein Scheinwerfer auf den Kopf. Ja, das wäre dann eben nicht schlimm. Super. Ja. Moment, mir fällt ein Scheinwerfer auf den Kopf und das ist nicht schlimm. Ja, weil jemand von uns dann weitermachen kann. Aber und dann machst du einfach so weiter. Ja, man muss ja nicht immer gerade vom Schlimmsten ausgehen. Also ich meine nur, falls, also jemand kann alleine weitermachen und du hättest jetzt zum Beispiel Zeit, du könntest dich hinten ein bisschen erholen. Von was? Vom Alltag. Ja? Vom Alltag? Ja, könntest mal was für dich machen, zum Beispiel was lesen. Aha. Oder ein Puzzle machen. Ein Puzzle machen? Ja. Wow, hier vorne läuft die Hammer-Show, das Fernsehen zeichnet auf und ich sitze hinten und mache ein Puzzle. Ja, also, oder du hättest jetzt mal Zeit, um hinten deinem Hobby zu frönen. Ja, weißt du was, ich glaube, du gehst jetzt da nach hinten und gehst jetzt da hinten dein Hobby zu föhnen. Was? Nein. Ich kann doch jetzt nicht auch nach hinten. Da wärst ja dann du schon. Ja.
Und, genau. Und dann steht ja niemand mehr auf der Bühne. Ja. Und ihr wollt uns doch jetzt vorstellen. Genau. Ich bin Nadeschkin, ich mache die Frau im Programm. Genau. Ich bin in Zürich groß geworden und grundsätzlich eine lustige Bohne. Ja. Meine... Darf ich noch was zu meiner Person sagen? Ja, klar. Ich war ja 3 Jahre auf der Pantomimenschule. Ja, das ist ein Detail, und... das muss man nicht wissen. Nein, ich finde das immer schön, wenn man das weiss. Ja, ich war 3 Jahre auf der Pantomimenschule. Totales Detail. Nein, das ist kein Detail. Das mit der Pantomimenschule, das hat mich eben geprägt. Ja, ich erzähle auch nicht alles, was mich prägt. Nein, er kann zum Beispiel kein Französisch und das prägt mich extrem. Also sag mal, also das finde ich jetzt ein Detail. Ja, ich hätte auch nichts gesagt. Ja, du sagst, seit Jahren sagst du, ich kann nicht so gut Französisch. Soll ich was anderes sagen? Ja, gerne. Er kann auch kein Englisch. Okay. Nein! Also. Ey, das ist total schade, weil er versteht meinen Lieblingswitz nicht. Englischer Hund rennt in England gegen einen Baum, macht's. Die können alle Englisch. Das ist jetzt ein alter Gag. Ich habe den noch nie verstanden. Der ist extrem alt, aber er geht neu auch mit Enten. Englische Ente rennt in England gegen den Baum, macht's. Tack. Und wenn sie zusammen da reinrennen, macht's. Tack, tack. Hey. Ja. Also. Wenn sie noch eine Sau mitnehmen, pick, tack, tack. Hat einer noch eine Uhr an? Tick, tock, tock, tick, tock. Ja. Ja, ich würde diesen Witz schon längst mal gerne auf Französisch erzählen, aber in Frankreich, da trifft dieser Hund den Baum nie. Chien! Also. Okay. Ja. Ja. Können wir jetzt? Ja, können. Gut, also. Übrigens, der Witz geht nicht mit Gänsen. Goose, man hört's. Ja, geht mal, nicht. Tiger geht auch nicht. Maus. Du, sag mal, können wir jetzt einfach hier auf Deutsch weiterfahren, bitte? Maus, das ist sowas von Deutsch, das versteht man sogar auf Englisch. Ja, aber wir sind hier in Deutschland, da kann man Deutsch reden und Ja, aber Fremdsprachen werden immer wichtiger. Nein, Fremdsprachen sind nicht so wichtig. Man kommt gut durchs Leben einfach mit Deutsch. Es gibt Kinder, die sind erst 5 und reden schon perfekt Finnisch. Wo? In Finnland. Ja, ich kann kein Finnisch. Ja, du bist auch nicht 5. Aber ein bisschen Finnisch könntest du auch. Nein, ich kann kein Finnisch. Doch, ganz einfaches Finnisch. Zum Beispiel, was heißt Helsinki? Helsinki? Ja. Auf Finnisch? Ja. Das ist nicht Finnisch. Das ist eine Stadt in Finnland, Helsinki. Ja, heißt aber auch was. Man hört Helsinki, Sonnenuntergang. Helsinki. Ja. Oder Mütze auf Norwegisch, Nordkap. Ja, kann man ableiten. Was, so einfach ist ja, das? Ja, ist total einfach. Und damit kommt man durch? Ja, man kann es probieren. Hey, warte mal, aber dann kann ich Schwedisch. Was? Schwedisch. Was heißt Schwedisch Göteborg? Göteborg auf Deutsch heißt Bibliothek, da wo ich den Göteborg. Super! Ja. Oder warte mal, was kann. Oh, Russisch. Was heißt Vegetarier auf Russisch? Moskau. Ja. Ja, vielen Dank. Ist super. Dankeschön. Dankeschön. Ja, oder warte mal. Was heißt. Ja. Der ist. Was, Schottisch. Was heißt Altglassammlung auf Schottisch? Glasgow. Schau. Aber der ist schwer. Was heißt Antidepressiva auf Österreichisch? Klagenfurt. Okay, so schwer ist das gar nicht. Warte mal, wenn jetzt was. Schau, oh, was heißt Kellner auf Iranisch? Ich keine Ahnung. Teheran. Naja, gut. Also, wir. Gut, wir. Nein, wir wollen, Teheran ja. Ist super. Nein. Habt ihr den jetzt gerade gecheckt? Hey, da brauche ich einen Moment. Teheran ist total schön. Ja, nein. Ginge nicht mit Kaffee. Teheran, die Stadt wird erst noch gebaut. Also, Teheran. Wir wollten eigentlich etwas ganz anderes. Er ist super lustig. So lustig ist das jetzt auch wieder nicht. Entschuldigung. Also, ja, wir wollten eigentlich was ganz anderes. Ich finde aber schon. Frühlingsputz auf Marokkanisch. Casablanca. Mehl. Brot auf Australisch. Melbourne. Ja, okay. Brot auf Französisch. Keine Ahnung. Doch, Brot auf Französisch. Brot auf Französisch. Brot d'Azur.
Nein. Bretagne. Nein. Pain. 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 Mhm. Geht man in Frankreich zum Bäcker und sagt Pain. Ja. Vielleicht noch merci und s'il vous plaît. Bitte? Egal. Chien. Du, aber... Aber warte mal, einer aus Frankreich. Ja. Das ist doch ein Franzose. Absolut. Ah? Auf Deutsch. Ja. Mhm. Und kein Frankreicher. Nein, nein. Ja. Deine Ausnahme, der Franzose auf Deutsch. Oh, der Franzose ist fast überall eine Ausnahme. Außer in Frankreich. Ja, die Franzosen sind sowieso komisch. Die haben in Frankreich, die Franzosen haben ja einen Präsidenten ja von Frankreich, ja, der heißt aber Holland. Ja, ja, ja. Ja. Schwierig. Mein, ja. Gut, aber der Franzose ist eine Ausnahme, meine ich, in der deutschen Wortbildung. Ja. Weil es heißt ja immer, wenn man den Einwohner will, es ist ja immer das Land und hinten ER. Genau. Also Schweiz, Schweizer. Ja, oder Österreich, Österreicher. Genau. Oder England, Engländer. Ja, aber das ist auch eine Ausnahme. Sagt man besser, es ist ein Brite. Ja, dann hört man die Ausnahme noch besser. Ein Brite? Mhm. Ja. Ist das Deutsch? Das ist Deutsch. Die haben extrem viele Ausnahmen. Ein Lette ist auch eine Ausnahme. Stimmt, einer aus Lettland. Ja, wer heißt ja nicht Lettlander, nein, sondern ein Lette. Ein Lette, stimmt, mhm, ja. Mhm. Ein Pole ist eine Ausnahme. Ja, genau. Ein Türke, auch eine ah, Ausnahme. Ja. Ein Finne, ein Ire, ein Schotte. Alles ja Ausnahmen. So kurz? Ja, extrem kurz. Also in der Schweiz ist es noch kürzer. Auf Schweizerdeutsch ist es ja dann ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Das muss ich mir merken. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Genau. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Lett, ein Lett, ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Türk, ein Thai. Sag mal, wie lange machen wir das jetzt? Bis die Leute klatschen. Ein Lett, ein Pol, ein Türk, ein Thai, ein Brit, ein Finn, ein Ir, ein Schott. Ah, so schön. Gut, also. Ja. Ja. Ich muss vielleicht noch sagen, Ursus hat übrigens sehr gerne Tattoos. Stimmt, ich habe sehr gerne Tattoos. Das ist kein Detail. Was hast du jetzt gesagt? Du hast gerne Tattoos. Nein, Moment, das bin nicht ich. Das ist eine Fehlinformation. Aber es wäre schön, wenn du eines hättest. Ja, aber ich habe kein Tattoo. Ja, ich sage ja, schön wär's. Könntest dir mal eines machen lassen? Eins was? Für mich. Was, wieso soll ich mir jetzt für dich ein Tattoo machen Warum lassen? Nicht? Dann könnte ich mir immer, wenn mir langweilig ist oder so, ein bisschen dein Tattoo anschauen. Hey, dann mach dir doch selber eins. Bist du wahnsinnig? Das tut doch weh. Ja, eben, also ich will kein Tattoo. Aber jetzt tu doch nicht so schwierig. Ja, weißt du, wie lange möchte ich das schon, ein Tattoo? Für mich, an dir. Nein. Jahre. Ja. Aber ich möchte wirklich lieber keins. Ich habe keins, ich brauche keins, ich mache keins und ich habe auch nicht vor, irgendwann okay. ein... Ja, jetzt bin ich einfach ein bisschen enttäuscht. Aber man kann mir auch den Abend versauen. So ein kleines Tattoo, das stört doch niemanden. So ein kleiner Drache, der tut doch niemandem was. Ein kleiner Drache? Ja, oder ein Skelett. Ein Skelett? Ja, und dann kann man unten drunter noch so einen passenden Spruch dazu schreiben. So was Persönliches kann man hinschreiben. Fuck the system. Fuck the system? Mhm. Was heißt das? Das ist Englisch. Weißt du, man kann ja nicht hinschreiben, tatütata, die Post ist da. Ja, nein, ja. Nein, es müsste auch passen. Ja, ja, es muss auch passen. Aber ich will lieber keins. Aber jetzt tu doch nicht so schwierig. Es gibt weltweit größere Probleme als du ohne Tattoo. Ja, aber schau mal, ich hören Sie das auch? Ich, dabei, es geht auch um mich. Ja, das sage ich dem Journalisten, wenn er fragt, ob wir ein Tattoo haben. Soll ich sagen, wir hätten keins? Also, wie stehen wir denn da? Ja. Ja, oder wenn mich meine Freundinnen wieder auf der Straße fragen, ob ich immer noch Theater mache mit dem Typ ohne Tattoo. Aber schau mal, so ein Tattoo ist auch kompliziert zu machen. Und ey, nein, gar nicht. Nein, an jeder Ecke gibt es so ein Studio. Da geht man rein, Kerbe rein, Farbe rein, fertig. Ja, aber das tut weh. Ach, was weh, das sind Profis.
Die haben extra Salbe. Hey, und nach 2-3 Monaten kann man die Bandage auch wieder wegnehmen. Nein. Was für eine Bandage? Gegen die Infektion. Was? Infektion? Ich will keine Infektion. Ach komm, du willst auch überhaupt nichts. Hä? Hey, er will kein Tattoo, dann will er keine Infektion. Was willst denn du? Schau dir die Leute mal an. Genau, schau sie dir an. Heute hat fast jeder ein Tattoo. Ach komm. Absolut. Moment, bitte mal kurz Hand hoch. Wer hat hier drin ein Tattoo? Hä? Hä? Aber, meins, da reimt sich nur keins drauf. Kein Mensch, niemand Moment, hat ein das Tattoo. Ist immer noch ein delikates Thema, da muss man komplett anders fragen. Was? Ich gehe mal zu euch runter kurz. So hier, liebe Leute. Machen wir es doch so, diejenigen unter Ihnen, die jetzt kein Tattoo haben, gehen bitte kurz auf die Bühne und erklären, warum. Siehst du, der Einzige, der auf der Bühne steht und erklärt, warum er keins hat, bist du. Ein kleines Tattoo. Ja, gut. ja, ich wollte ja eigentlich, ich finde, jetzt haben wir uns hier völlig in diesem Tattoo verändert. Ich wollte eigentlich was ganz anderes hier machen. Wir müssen uns ja noch wirklich vorstellen. Genau, wir wollten eigentlich noch was zu unserem Hintergrund, zu unserer Geschichte erzählen. Ja, wir sind eigentlich ursprünglich eine Tanzkombo. Genau, wir haben angefangen mit Ballett. Genau. Ja. Ballett, also nicht klassisches Ballett. Nein, Wasserballett. Ja. Ja. Wir haben uns kennengelernt im Synchronschwimmen einzeln. Danke. Also das war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Ja, wir waren sehr erfolgreich. Ja. Wir waren einmal sogar bei den Olympischen Spielen. Das erzählen wir hier nicht. Danke. Ja, wir wurden da disqualifiziert. Ja, Sie haben gesagt, wir wären zu wenig synchron. Aber es war auch fies. Es war extrem fies. Sie gaben uns nur ganz wenig Wasser. Kein Wasser. Es sieht so blöd aus, so trocken. Ja, bei uns ging es noch ohne Wasser, aber bei den Turmspringern war es blöd. Ja. Danke. Wir möchten Ihnen jetzt aber hier trotzdem diese Trockenversion vorschwimmen. Übrigens, falls Sie die Bewegungen schlecht verstehen, denken Sie immer daran, es sind alles Schweizerdeutsche Bewegungen. Ja. Ah, und übrigens, ich gratuliere dir noch ganz herzlich zum Geburtstag. Sie hat eben heute Geburtstag. Ja. Was? Ja, sie hat es nicht so gern, wenn man es öffentlich sagt. Alles Gute. Du hast doch heute Geburtstag. Doch, alles Gute. Nein, bitte. Ich hätte es gemerkt. Wenn sowas merkt man. Du hast nicht heute? Nein. Oh, hattest du gestern? Jetzt hör auf. Nein, ich habe. Morgen? Du hast morgen. Er hat es einmal vergessen, jetzt probiert er es jeden Tag. Ich habe nicht Geburtstag. Aber irgendwann hast du Geburtstag. Ja, jeder hat irgendwann, klar. Hey, vielleicht könnten wir für den Tag, wo du dann Geburtstag hast, alle zusammen dieses Geburtstagslied singen, das mit der Bürste. Nein! Also nicht. Oh, nein. Okay. Hä? Oh. Was? Danke. Ja. Was? Was? Ja. Ich gratuliere dich ganz herzlich. Ich habe nicht Geburtstag. Hä? Oh. Was? Danke. Ja. Was? So. Was? Ja. Ich gratuliere. Nein. Oh, was? Danke. Ja. Was? Was? Ja. Danke. Du warst schnell, ey. Ja. Okay, vielen Dank. Ich
jetzt machen wir es. Danke, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Wir machen jetzt nämlich an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ich würde nämlich jetzt gerne an dieser Stelle eine Arztszene spielen. Was? Nein. Und zwar. Wir machen das Liebeslied. Nein, ich würde doch schon so lange schon gerne mal eine Arztszene machen. Aber eine Arztszene, das ist doch krank. Genau, so machen wir es. Du bist krank, ich mache den Arzt. Und warum? Warum nicht? Genau, deswegen machen wir jetzt das Liebeslied. Und zwar ist das ein Lied, da ändern wir die Stimmung das komplett. Das Liebeslied? Mhm. Ah, und was mache ich denn beim Liebeslied? Aha, nicht so viel. Also relativ wenig. Also eigentlich nichts. Es ist mehr so eine karge Inszenierung. Die Kargheit, du könntest die Kargheit vielleicht relativ gut darstellen. Na, okay, dann setze ich mich hier daneben. Und dann... Ja, also es ist ein klassisches Liebeslied, ja. Also eine Art, also ein Kammerspiel, kann man sagen, für Stimme und Cello. Also wobei Kammerspiel, es ist grösser, es ist mehr ein Zwei-Drei-Zimmer oder eine Suite sogar für Cello. Also ich mache jetzt nichts. Ich sitze jetzt einfach daneben und ja. Genau. Sie müssen jetzt nicht zu mir schauen. Ja. Ja. Und es, also es wichtig ist auch einfach mal schön so daneben sitzen und nichts tun. Ja? Einfach mal so den Fokus abgeben. Genau. Ja. Und das Schöne. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Ja, ich konnte das früher nie gut. Ja, nein, einfach das mal den Fokus abgeben. Kannst du heute schon viel besser. Genau. Also weißt du was? Ich habe eine super Idee. Ich sitze daneben, mache nichts. Ja. Aber ich bin hier für den Notfall. Ah, super. Hey, also, falls was ist, ich bin da. Ja, das ist nett. Das ist gut. Okay, super. Dann pass einfach auf, damit nichts passiert jetzt beim Liebeslied. Nein, nein, das ist nicht gefährlich. Ja. Also nicht zu arg reinschießen. Nein, klar, okay. Also, es ist brauchst eigentlich... du noch einen Schluck Wasser vielleicht? Nein, danke. Geht's? Ja. Okay. Also oder willst du dich noch kurz hinlegen? Ja, ja, das wirkt oft Wunder. Einfach mal ein halbes Stündchen hinlegen. Ja, vielleicht noch ein Puzzle machen oder so. Nein, also gut. Ja, das könntest du auch. Es ist nicht so schlimm, wenn es dir jetzt nicht so gut geht. Mir geht's gut. Dir geht's gut? Mir geht's extrem gut. Ja, das meint man dann. Ja, das haben schon viele gesagt, mir geht's gut. Weißt du eigentlich, dass 90% der Leute, die schwer krank sind, die zum Teil sogar sterben, dass die auch mal gesagt haben, mir geht's gut? Ja. Sag mal, hast du Kopfschmerzen? Nein. Noch nicht? Ohrenschmerzen? Nein. Magen, Darm, so Niere, hör auf, Blase? Mir wird's noch schlecht. Ja, das ist gut. Nein, nein, nein. Wann hattest du zum letzten Mal Fieber? Nie, ich habe nicht Fieber. Mir geht's gut, ich habe nie Fieber. Du hast nie Fieber? Nein, ich gehöre... Du hast nie Fieber? Oh. Uiui. Du weißt aber, dass einmal pro Jahr Fieber, das wäre gut und wichtig gegen Viren, wachsende Tumore. Weißt du, was ich glaube? Du brauchst einen Check-up. Hä? Du brauchst einen Check-up. Wir machen eine Arztszene. Ich mache den Arzt. Ich will keine Arztszene spielen. Nicht klatschen, ich will sie nicht spielen. Hey. Okay. Gut, ich will jetzt hier einfach das Liebeslied machen. Bitte schön, keine Arztszene. Genau. Gut, aber hey, dann liegt es ab jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung. Wenn du jetzt dann ganz plötzlich hier auf der Bühne, hier vorne tot umfällst, dann will ich hier hinten dann aber nichts mehr hören. Aber bitte schön, ein Liebeslied. Okay. Also, Ich möchte mich vielleicht noch kurz verabschieden. Ja. Einfach. Ja, vielen Dank für alles. War schön mit dir. Und schade, so jung. Was muss man denn da machen bei einer Arztszene? Ja, es ist eine kleine Sache. Schau mal, das geht ganz schnell vorbei. Ich mache den Arzt, du gehst ins Wartezimmer, kleine Routinekontrolle, das haben wir im Griff. Also, wir machen eine Arztszene. Dann geht's dir wieder gut. Genau. Okay. Okay. Also, du wirst dann von der Assistentin reingerufen. Und das? So, also ich bin jetzt hier so der Arzt am Schreibtisch. Das Wartezimmer, das finde ich dann auch. Jetzt bist du gerade durch die Wand des Wartezimmers geplatzt. Okay. Mal, das beginnt hier. Aha, so, und da wäre das Wartezimmer so. Kannst du dir vorstellen, ein Sofa, so ein Glastisch, vielleicht ein paar Heftli da, Zeitschriften. Ja, super, das ist so ein Wartezimmer für Pantomimen.
Ich glaube, du nimmst mich nicht ernst. Ja, das glaube ich auch. Und hier wäre noch ein Gummibaum. Okay, super. Und da sind vielleicht die anderen Patienten, mit denen kannst du ein bisschen plaudern. Okay. Gut, du wirst dann reingerufen. Super. Also, ich mache hier den Arzt. Okay. Und wie lange muss man denn da warten? Das kommt drauf an, je nachdem, wie gut das der Arzt ist. Wie gut bist du? Sehr gut. So. Was machst du da die ganze Zeit? Das ist. Ich mach Arztgeheimnis. Fräulein Schmidhauser, Sie können die nächste Patientin reinschicken. Jetzt kannst du kommen. Hallo Arzt. Ja, hallo. Hallo, mir geht's gut. Ich komme nur pro forma. Mein Bühnenpartner, der sorgt sich. Ich wollte ein Liedeslied singen und er sagt, ich soll hinlegen. Oder... Ja, klarer Fall. Sie brauchen einen Check-up. Vielleicht gehen wir kurz ins Röntgen, machen Sie sich oben frei, dann schauen wir uns das mal an. Nein, so. Das mache ich nicht hier. Es hat mir ein bisschen zu viele Leute bei Ihnen da in der Praxis. Achso, ja, die Leute, nein, die Leute, das muss Sie nicht irritieren. Das sind keine normalen Leute. Das sind Studenten. Ja. Ja, wir haben heute Abend hier gerade eine Weiterbildung. Ja, alles super. Studenten. Die ja. sind aber schon lange am Studieren. Du. Ja, das ist extrem lang. Ein zweiter Bildungsweg. Ja, Volkshochschule Abendkurs. Okay. Genau, einfach kurz oben frei machen. Nein, schau, ich will jetzt keine Zeit verlieren. Ich will jetzt vorwärts machen. Ja, vorwärts machen, das geht mir genau gleich. Ja. Sie haben ja gesehen, wie viele Patienten draußen noch warten. Es ist niemand draußen. Ich als Arzt, ich meine, ich habe Überstunden, Weiterbildung, jedes zweite Wochenende Bereitschaftsdienst. Okay. Abends kommt man spät nach Hause, dann muss man noch die kaputten Spielsachen der Kinder flicken. Oh je, Sie sind aber ganz ein armer Arzt. Ja, wem sagen Sie das? Dann muss man sich noch um die Patienten kümmern. Um die Patienten kümmern. Und noch so Prognosen machen. Prognose, ich mache Ihnen gleich eine Prognose. Hier dreimal täglich 2 Tabletten, jeweils nach dem Essen. Auf nüchternen Magen. So, also wir sehen uns dann nächste Woche. Du selber warst noch nie beim Arzt, gell? Was, ich? Ja, so richtig. Nein, ich bin ja der Arzt. Nein, ich meine jetzt anders. Ich meine, selber warst du noch... Ich bin doch der Arzt. Der Arzt muss doch nicht selber zum Arzt. Nein, ich meine es anders. Das wäre aber auch lustig, wenn der Arzt selber zum Arzt ginge. Der Arzt geht zum Arzt, mache ich so. Bäm, Fräulein Schmidhauser, könnten Sie mal einen Termin machen für mich bei mir? Ja, was, der Terminkalender ist schon voll. Können Sie mich noch irgendwo reinschieben? Ja, ich habe Beziehungen zu mir. Ja, ich gehe mal ins Wartezimmer. Okay, dann gehe ich ins Wartezimmer, dann rufe ich mich selber ein. Hallo? Und dann sage ich mir, hallo, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Dann nehme ich mir Blut und dann, Fräulein Schmidhauser, könnte ich noch mal einen Termin haben bei mir? Ich möchte noch eine Zweitmeinung. Ja. Fräulein Schmidhauser, das, man kann sie auch ärgern, schau mal. Willst du auch mal? Ja. Das ist super so, jetzt kann man hier sitzen. Bäh, bäh. Bäh, bäh. Ja. Bäh, bäh. Brot, Brot. Bäh, bäh, bäh. Brot, was? Brot. Ich wollte nur schauen, ob sie es auf Deutsch auch versteht. Ja, das ist super so, Arzt. Dann gehst du jetzt schnell ins Wartezimmer. Ich? Ja. Nein, ich bin der Arzt. Ja, aber jetzt bin ich schnell und du gehst ins Wartezimmer. Nein, aber eigentlich bin ich der Arzt. Ja, ja, so schnell kann es wechseln. Aber... Gehst du schön brav warten ins Wartezimmer? Aber schau mal, ich bin brutal der Arzt. Ja, aber er geht schön brav ins Wartezimmer. Schön brav warten. Ja, okay. Ich bin der Arzt und ich bin extrem gut. Mach jetzt hier Arztgeheimnis. Oh, bin ich gut, hey. Bäh, Fräulein Schmidhauser, Sie können den nächsten reinschicken. Okay. Hallo? Name? Tag, ja. Was? Der Name, bitte. Nein, es ist ein Missverständnis. Ich bin eigentlich der Arzt und ich sollte hier sitzen, nicht Sie. Weil ich Name, bin... bitte schön. Okay, also meinetwegen. Höfti. Vorname. René. Geschlecht. Nein, mir geht's nicht schlecht, mir geht's gut. Ich halte Geschlecht, bitte. Männlich, weiblich. Männlich. Augenfarbe? Orange. Das ist doch lächerlich. Der Arzt kann doch mir in die Augen sehen, dann siehst du, was ich für eine Augenfarbe habe. Ist doch blöd, Herr Esti, wir wollen jetzt hier nicht hyperventilieren, sondern einfach nur die Personalien aufnehmen. Okay. Augenfarbe? Grau-blau. So, Herr Heftli, schön sieht man Sie auch wieder mal bei uns. Hat es Ihnen gefallen beim letzten Mal? Nein, ich bin ja zum ersten Mal hier. Und wie läuft es im Geschäft? Viel los? Stress, Arbeit, brutal? Nein, nicht mehr so. Ich war früher mal Arzt. Aha. Ja.
Und jetzt bin ich arbeitslos. Ja, wunderbar. Ja. Da hat man ein bisschen Zeit. Ja, ja. Und den Kindern geht es gut zu Hause. Die sind so süß, wenn die so klein sind. Ja, wenn sie klein sind, sind sie. Sie sind jetzt 34 und 41. Mhm, ja, 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 genau. Zeit vergeht. Ja. Und der Frau geht's gut? Die Frau, die ist gestorben. Wunderbar. Kommen wir zur Sache. Ja. Haben Sie gesehen, wir haben alles frisch renoviert, ja, saniert, umgebaut. Wir machen so viel für unsere Patienten. Ja, okay. Frau Schmidhauser, bitte ein Glas Sekt und ein Schnittchen für unseren Herrn Häftli. Ja. Haben Sie es gefunden im Internet? www.dokerandeklock.com. Das ist von mir. Ja, okay. Da die Kamera stört Sie nicht, wenn wir filmen. Die Kamera. Ist in Ihrem Interesse, dann können Sie heute Abend ganz privat mit der eigenen Frau die eigene Darmspiegelung auf YouTube nochmals anschauen. Ja. Okay? Aber so, dann machen wir jetzt diese Untersuchung. Sie halten die Spannung. Schön bei sich bleiben, Herr Häftli. Spannung halten. Ich heiße nicht Häftli. Genau, Spannung halten. Achtung. Appala. Ich heiße Höfti. Da stimmt was nicht, Herr Höfti. Spannung halten und appala. Sie müssen bei sich bleiben. Wir sind Herr Höfti. Nein, nicht wir. Ich bin Herr Höfti. Genau, genau. Ich bin der Herr nicht Höfti. Nicht du, ich bin Herr Höfti. Wir regen uns mal, nicht auf, was sind Herr das für Methoden? Das ist kraniale Kinesiologie nach Pilatus. Wir sind Herr Höfti. Da also, stimmt was nicht. Schau mal, die Methoden kann ich also auch. Mach mal die Hände raus. Okay, darf ich mal schauen. Haben Sie spitzige Gegenstände dabei? Nein. Haben Sie Ihre Hosen selber gepackt? Haben Sie Ihre Hosen, nachdem Sie sie selber gepackt haben, mal unbeaufsichtigt herumlaufen lassen? Hey, stopp, stopp. Wir sind nicht beim Check-in, wir sind beim Check-up. Ja. Es geht um einen Check-up. Ich will ja schon lange einen Check-up machen. Dann machen wir doch einen Check-up. Dann machen wir diesen Check-up. Fräulein Schmidhauser, die Nächste, guten Tag. Hallo. Wie geht's? Gut. Schön, dann hoffen wir, dass das so bleibt. Danke, adieu. Vielen Dank. So einfach. Du bist fertig? Ja. Okay. Dann freue ich mich jetzt auf das Liebeslied. Und was hat der Arzt gesagt? Kopfschmerzen weg. Ich hab... Hey, wir könnten sonst auch mal eine Bäckerszene machen. Ich mach den Bäcker, du wirst, da wärst das Sesambrötchen und dann könnten ich wüsste wir... noch einen lustigen Entenwitz. Sagt der Osterhase zum Schneemann, gib mir die Möhre oder ich föhn dich. Und wo ist jetzt hier die Ente? Die erzählt den Witz. Wo gehst du jetzt? So. Ach, so kommt das jetzt das Liebeslied? Genau, das Liebeslied für Cello und Gesang. Ich bräuchte noch den Stuhl. Bitte. Den Stuhl? Ja. Ah, okay. Und ich freue mich sehr, es ist die Mondscheinsonate nach einer Adaption von mir selber. Das tönt dann ein bisschen anders. Gut. Okay. Liebeslied. Den Bogen, ich bräuchte noch den Bogen. Und wo ist der Bogen? Der ist hinten. Also ich weiß auch nicht genau. Mein... Oh, schau mal. Hey, geh weg, du machst es noch kaputt! Mein... Sag mal, kannst du denn Cello spielen? Ja, nein, jetzt nicht mehr. Was ja, machen wir jetzt? Also, soll ich etwas ablenken? Ja, ich glaube, da muss man zünftig ablenken. Gut, ich gehe mal weg hier. Schneiden wir dann vielleicht. So, also ich. Ja, jetzt einfach nur so zu mir schauen. Ich lenke hier etwas ab. Du, was soll ich? Ich könnte vielleicht noch ein paar Dias zeigen. Ja. Ja. Oder, ich mache auch was mit Mond. Das ist gut. Ich mache ein Gedicht mit Mond. Ein Gedicht von Goethe an den Mond. Das ist super. Also, von Goethe an den Mond. Füllest wie der Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Löse es endlich auch einmal meine Seele ganz. Was machst du? Breitest über mein Gefild, lindern deinen Blick. Ich rezitiere ein Gedicht. Nein, du machst ein Gedicht? Ja. Wow, super. Hä? Ich habe eine Idee. Okay, ich fange nochmals an. Also, von Goethe an den Mond. Füllest wie der Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Kannst du das mal halten? Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild
lindern deinen Blick. Wie bitte, des Freundes Auge du die mild. Bitte schnell anziehen? Über, was ist das? Das ist eine Schutzbrille. Eine Schutzbrille? Ja, genau. Eine Schutzbrille. Okay. Und dann also, von, die vielleicht noch anziehen. Was ist das noch? Das ist eine Schutzjacke. Eine Schutzjacke? Eine Schutzjacke. Sag mal, hey, ist was passiert? Nein, nein, noch nicht. Hey, das wird ein super Gedicht. Hey, ich freue mich, du. Also, ich fange nochmals an. Von Goethe an den Mond. Füllest wie der Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Lösest endlich auch einmal meine Seele. Was ist jetzt das für ein Helm? Darf ich raten, das ist ein Schutzhelm. Genau. Okay. So. Ja. Füllest wie der Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick. Fließe, fließe, lieber Fluss. Nimmer werd ich. Sag mal, was machst du hier eigentlich genau? Es ist wegen der Sicherheit, damit dir nichts passiert beim Gedicht. Mir passiert nichts beim Gedicht. Ja. Hey, das ist nur, das ist ein Gedicht ja. von Goethe. Ja. Das ist alt. Ja. Das haben schon viele gemacht und ja. da ist noch nie jemandem was passiert. Ja, das ist eben das Gefährliche daran. Das sagen auch diese Berechnungen. Je länger etwas nicht passiert, desto größer die Chance, dass es dann eben mal passiert. Ja? Was aber? Darum kennt der Typ, kennst du diesen Typen, der immer eine Bombe mitnimmt auf den Flieger? Nein. Weißt du, warum er es macht? Ja, weil die Chance, dass zwei Bomben gleichzeitig an Bord sind, ist gleich null. Was? Ist das eine Bombe? Nein, nein, wir sind ja hier auch nicht auf einem Flieger. Aber, sag mal, was machst du jetzt mit dem Kabel? Ja, da fließt eben nachher Strom. Und da muss man extrem aufpassen, dass man nicht das Falsche verkabelt. Ja, das Plus und Minus muss man auseinanderhalten. Das sieht sonst nicht schön aus, was dann passiert. Aber nein, das will man nicht sehen, schon gar nicht am Fernsehen. Ja, ja. Ich will jetzt einfach, ich mache jetzt das Gedicht. Ja. Fließe, fließe, lieber Strom, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist. Das ist doch zu mal, meiner Qual. Kannst du das auch? Ja, das kann jeder. Ja, das ist eben nur ein Gedicht. Ja, das ist heute nicht mehr viel, nur ein Gedicht. Das kann man nicht mehr bringen. Das muss man aufpeppen. Kennst du Pimp My Poem? Wer? Pimp My Poem, das ist Englisch, heißt Pimp My Poem. Ey, das gibt eine richtig heiße Sache. Und du mittendrin. Okay. Ja, super, es geht nur um dich. Und um Goethe? Ja, aber der ist ja schon gestorben. Na. Und wo bist denn du bei dem Ganzen? Ja, ich bin dann ein bisschen draußen, weil man muss ja nicht immer gleich das ganze Duo opfern. Und sag mal, wieso genau muss ich jetzt das machen? Ja, du wolltest unbedingt ein Gedicht aufsagen. Ja, schon, aber wenn... So. Was ist jetzt das noch? Das ist das Herzstück von der ganzen Geschichte. Das ist ein DDR-Zünder. Ein ja, was? Ein DDR-Zünder. Ein echter. Den haben sie gebraucht im Zweiten Weltkrieg. Da gab's doch die DDR noch gar nicht. Ja, genau, darum ist der ja jetzt bei uns. Na, ist das sicher? Ja, das ist ganz sicher, dass das den Leuten gefällt. Ja, ich meine, das braucht auch Mut. Ich meine, das sieht jetzt jeder. Aber das ist gefährlich. Ja, natürlich ist das gefährlich. Hey, ich bin froh, machst das du. Und es sieht gefährlich aus. Hey, nein, es ist gefährlich. Ja. Hey, kennst du Reinhold Messner? Der ging senkrecht die Eiger Nordwand hoch. Weißt du, wie gefährlich? Wenn der nur geradeaus spaziert wäre, das hätte niemanden interessiert. Ja, ja. Gefährlich ist gut. Und es kann nichts passieren. Wir machen es weit weg von den Leuten. Okay. Ja, wir machen es ja nicht im Publikum nein, drin. Nein, wir machen es hier bei mir. Ja, auf dir. Was, auf meinem Kopf? Ja, nicht Kopf, auf dem Helm, Schutzhelm. Hörst du Schutz? Schutzhelm. Ja. Schutz, Schutz, es kann nichts passieren. Okay. Und falls jemandem von uns tatsächlich was passiert, ist ja nicht schlimm, weil dann kann ich weitermachen. Ich habe noch was vergessen. Nein, nein, ich will nein, das nicht ist, halten. Es ist nicht scharf. Okay. Wo? Aber du kommst wieder. Ja. Ja. Okay. Was? Wieso soll ich? Wieso muss ich jetzt hier noch einen Ballon halten? Das ist, damit wir dich finden nachher. Was? Was? Wieso? Wann nachher? Ja, willst du lieber, dass wir dich nicht finden? Dann nehmen wir den nein, Ballon. Nein, 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 ist okay.
Okay. Hey, die Chance, dass wir dich nachher suchen müssen mit Ballon, ist relativ klein. Okay. Es ist wie wenn man einen Regenschirm dabei hat, regnet es den Tag lang auch nie. Aber, okay. Aber was genau passiert jetzt, denn? Jetzt, das weiß ich doch auch nicht im Detail. Hallo, habe ich das schon mal gemacht? Ein bisschen Überraschung muss schon sein, oder? Okay, es geht los. Ui. Was ist? Ich hab was vergessen. Okay. Halt mal. Okay. Und da drück mal. Nicht drücken, jetzt ist er scharf. Okay. Ja. Was ist jetzt das noch? Das ist ein Solowheel. Ein was? Ein Solowheel. Das ist Englisch, heißt Solowheel. Okay. Ein Rad ist das, da steht man drauf und dann fährt's. Was, wohin? Weg. Und wie funktioniert das? Stell dir vor, das ist wie ein Fahrrad, einfach ohne Lenker und ohne Sattel und mit einem Rad weniger. Okay. Und, ja. Und da muss man draufstehen? Ja, da muss man einfach draufstehen. Probier's halt mal und, aus. Und wie bremst man? Das muss dich nicht kümmern, das tut's dann von alleine. Okay. 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 Bist du bereit? Also. Runter das. Ja, ich. Okay. Okay. Super. Okay, aber warte mal. Okay. Wann? Moment mal, wann mach ich. Hallo. Okay. Aber ich muss doch mein. Wann mache ich mein Gedicht? Dein Gedicht kannst du jetzt aufsagen. Okay. Von Goethe an den Mond. Technik, Musik. Füllst wie der Busch und Tal. Still mit Nebelglanz. Super. Löset endlich Nebel. Auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild. Lindern deinen Blick. Wie des Freundes Achtung, Auge mild. Drei, über mein Geschick. Zwei, fließe, fließe, lieber Fluss. Nimmer werd ich froh. So voraus des Herzen Kuss. Und ich freue so. Rausche Fluss des Tales lang. Ohne Rast und Ruh, rausche flüstere meinen Sang, Melodien zu. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Aber super Team! Nein, aber das hat. Aber mein Gedicht. Ja. Super. Aber sag mal, das. Hast du das? Mein Gedicht hat kein Mensch gehört. Ja, weißt du, Inhalt ist völlig egal, solange die Verpackung stimmt. Ja, da hat sich der Herr Goethe jetzt wahrscheinlich gerade im Grab umgedreht. Ja, da ist nicht schlimm. Wir machen die Nummer morgen noch einmal. Dann liegt er wieder richtig. Dankeschön. Vielen Dank. Super Ding. Okay, dann. Wir hätten noch was ganz Kleines. Ja, also. Okay, also. Ja. Ich meine Damen und Herren, ich freue mich. Aber das würde ich gerne. Das hatte ich jetzt gemacht. Nein, ich dachte, ich fange. Ja, ich also, gut, ich mache. Es ist ja so, Herr, dass. Es ist, nein, ich. Wird das jetzt. Ich hab's im Griff. Aber ich mach's doch. Nein, ich hab's im Griff. Okay. Ja, gut, dann. Schön. Du bist synchron. Ich bin nicht synchron. Du schwatzt mir immer als was. Ist nicht wahr. Schau mal, Pfoten weg! Ich schwatze jetzt da schon mindestens, das mache ich auch. Und du bist mir einfach synchron. Super. Aber wer hat denn gesagt, wir sollen das alles miteinander reden? Ich mach, was ich mach, das ist mein Zeug. Und du redest mir alles nach. Du schwätzt dich jetzt alle mir, du redest mir nach. Ja. So weit kommt's noch. Ich schwatz dir etwas nach. Geht's noch? Natürlich, wahrscheinlich kommt dir nicht Schlaueres in den Sinn. Oder was ist natürlich einfach? So ist es einfach. Einfach nachplappern, was denen dran sagt. Super, du regst dich einfach extrem auf. Ich reg mich überhaupt nicht auf. So ein Quatsch. Nein, komm, mir reicht's. Ich weiß, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Danke.